So, Stream ist on. Wir sind on. Zeit zu sterben. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Survive. Sunny ist diesmal auch dabei. Hi. Ja, wir starten da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wirklich genau da. Guck mal, kriegst deine Megakeule diesmal direkt zum Anfang. Hinter dir auf dem Tisch. Lass mir auch eine Knarre übrig, Jung. Die andere kriegst du. Ich hab mir jetzt die eine genommen. Also ich habe mit dem Sunny offscreen noch nachgeholt, was ich letztes Mal alleine gemacht habe. Welche der Munitionsdinger ist denn meins? Das dann nehme ich mal an. Weißt du was? Zur Not nehme ich einfach die Tastatur und hau die Ideen um die Ohren. Ui, das sieht nach Spaß aus. Darf ich mir auch noch eine Knarre nehmen? Hallo? Hier, damit du noch was... Hab ich schon. Ja, diesmal starten wir halt hier. Was ist das? Ah, Revolverpatronen. Die brauche ich nicht. Nimmst du den Revolver mit, oder? Warte, ich versuche gerade die Axt aus dem Fenster zu werfen. Jetzt habe ich sie aus Versehen eingesteckt. Yeet! Das Ding braucht keiner. Ja. Revolver. Wir haben übrigens bei Sunny 2 Stunden gebraucht, um das nochmal zu schaffen, was ich letztes Mal alleine gemacht habe. Das brauchst du nicht, das ist Revolver-Munition. Ja, eine Zweitwaffe, ich nehme den Revolver mit. Dann habe ich nur eine Pistole, ist okay. Ein Munitionsding ist noch übrig, falls du noch Platz hast. Bei mir ist kein Platz mehr. Jo. Müsste gehen, oder? Ja, das ist dieselbe Munitionsart. Zumindest ja, das geht dran. Das ist bei dir, glaube ich, dieselbe Piste wie bei mir. Und wenn die bei mir nicht dran passt, dann passt es bei dir wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht in den Revolver. Bei dem Revolver geht. Okay, dann nimm du. Dann passt den Revolver kann man auch tatsächlich schnell nachladen. Ja, Kapitel heißt Hope. Ist Kapitel 5. Ich habe gehört, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Das Drecksding lassen wir einfach hier. Gucken wir erstmal auf der Karte, wo wir überhaupt hin sollen. Okay, nach oben von der Karte her ist das weiße Ding. Weiß war, wo wir das extra Ding holen konnten, ne? Ich glaube ja. Ja, guck mal, das ist einfach nur... In der Nähe von Big Joe, so ein bisschen weiter nördlich. Da, wo du letztes Mal rausgeflogen bist. Ah. Nimmst du dir noch eine extra Knarre mit? Ja. Außer du schießt mich nicht ab, Jung. Nee. Falsche Taste. It's Katana Time. Um Gottes Willen sind hier auf einmal viele. Okay, der Officer ist down. Ich wiederhole, er ist down. Officer am Boden, Officer am Boden. Er kann keine Schwarzen mehr belästigen. Es ist doch so ein Klischee von den amerikanischen Polizisten. Hast du Spaß mit deiner Waffe? Ja. Wir können ja mal hier noch die Hotelräume durchchecken. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Waffen. Machen wir. Bitte? Warte, darf ich? Ich hab Probleme, also ja. Oh fuck. Okay, gut, du hast die gleichen Probleme. Die ganze Zeit dazu zu dir, das war halt Vorführeffekt. Okay, hier ist nochmal eine Knarre. Das ist sogar meine Diegel. Dann gib mir deine Piste oder so. Hab ich die fallen lassen? Nee. Das war so ein. Ja, meine AK backt. Ja, ich weiß, dass ich das Ding noch nicht hab. Hast du die Munition davon? Nee, da ist sie. Von der Diegel, du? Für irgendwas muss ich Platz machen. Hast du einen Bohrer? Nein. Hier ist einer.
Stell den mal mir hin, ich guck gerade, was ich wegschmeiß. Spionierst du schon wieder die Nachbarn aus? Nein. Lass mich gefälligst teilhaben an der Höschenjagd. Oh, das nehme ich gerne mit. Falls, oder hast du noch keins? Was denn? Ich habe noch keins. War eine schlaue Idee, hier nochmal die Hotelräume abzuchecken. Hallo, ich hab was Schönes für dich. Guck dir mein Schwert an. Da ist das Blut deiner Freunde drauf. Und jetzt kommt auch noch deins drauf. Ja, fein. Ja, fein. Tschüss. War in dem Starthaus nicht eigentlich sogar noch ein Lampenaufsatz? Dann könnte ich nämlich eben kurz noch auf meine Diegel den Lampenaufsatz packen. Bleib weg. Obwohl, nee, den habe ich, glaube ich, schon woanders drin. Oh, ich habe einen Fernseher gefunden. Ist das ein Flatscreen? Sunny, ein voll funktionierender Fernseher. Lass den mitnehmen. Das war gerade ein bisschen schwierig. Da war kurz meine Munition und da waren Zombie dann plötzlich hinter mir. Bleib weg. Ich will nicht mit dir kuscheln. Oh, ich habe eine Lampe gefunden. Du bist noch im Hotelgebiet, oder? Ja. Und ich stapel hier die Zombie-Leichen. Warte mal. LOL! Das habe ich gar nicht gesehen. Hm? An dem Revolver ist standardmäßig ein Rotpunkt-Ding dran. Lull. Wo bist du gerade? Wie gesagt, ich guck die anderen Hotelräume durch. Auf der anderen Seite. Kann ich sehen, wo du genau... Ah, da bist der gelbe Punkt da, okay. Ich habe noch eine Knarre gefunden. Wo ist meine musikalische Untermalung? Weiß ich nicht. Ich habe die irgendwo hingeworfen, weil mir die Zombies zu sehr auf den Sack gingen. Ach so, hast du dir ein Radio mitgenommen? Ja. Ist da eine Knarre drin? Ich weiß halt nicht, wo du gerade bist, ne? Kannst auf der Karte nachgucken anscheinend. Du bist, glaube ich, schon rausgelaufen, oder? Nee, ich bin noch im Hotelgebiet. Guck, ich habe da die Räume durchgeguckt. Da habe ich die hier noch gefunden. Cool. Und noch eine Lampe. Aber guck mal, der Revolver hat den standardmäßig. Cool. Oh, das ist hell. Blendet guck das? Warte. Ich sag, halt mir mal ins Gesicht. Blendet das wirklich? Oh, das... Das ist ja angenehm. komm her, meine kleine Piste. Ich brauche ich noch. Ja, ich würde sagen, erst das weiße Ding holen, ne? Immer zuerst Buch. Jo. Ich denke mal, das ist eine Schrotflinte. Was ich hier habe. Keine Ahnung, ich habe die halt einfach nur da gefunden. Ich schieße die leer. Also nördlich von uns. Von hier aus rechts. Da schreit wer, Sunny? Ich höre es auch. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin draußen. Ah, ich seh's. Schießt du gerade? Ja. Okay. Ich räume die Nachbarschaft aus dem Weg. Ach so. Aber die tun dir doch gar nichts, oder? Mensch, Heining, die wollen nur kuscheln. Guck mal, die wollen nur kuscheln. Warte, schlechte Idee. Weg, 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 der explodiert. Das Ding ist am... Du liegst auf dem Boden bei mir. Ja. Weil ich tot bin. Ich hab irgendwas runtergeschmissen. Ich hab's geschafft! Ich hab mal mit der Axt was erwischt! Juhu! Wurde die gebufft? Weiß nicht. Ich glaube, die wurde gebufft. Na, da guckst du, ne?
Jetzt habe ich ein paar Mal geschafft, mit der Axt zu töten, jetzt wird's wieder nix. Da war wer hinter dir. Ach, weg damit. Da kommt wer auf uns zu. Warum habe ich immer so Probleme mit dem Zielen? Ich war das. Lass mir mein Erfolgserlebnis mit der Axt. Ich war das. Ich nehm's dir auch nicht. Ich habe zwei mit der Axt geköpft. Oh, da kommt Brigitte von hinten. Aus wie außerhalb des Spielbereichs. Da kommt Shining zur Rettung. Das Kratzen. Lass den Müll doch liegen. Okay. Da ist jetzt eh ein Haus. Hallo Fetti. Mit dir will ich mich eigentlich nicht boxen. Ich schon. Weil ich weiß, dass der Leben hat. Wir wollen in das Haus da rechts von ihm. Na gut, wir müssen ihn so oder so ausschalten. Oder wir sneaken uns rum. Bei mir ist Magazin leer, ich muss nachladen. Ich gebe dir Deckung. Er hat Akku auf mich. Tot. Sehr schön. Der bewegt sich nicht mehr, keine Sorge. So, wo kommen wir in das Haus rein? Wir wollen ja das neue Buch haben. Da warten noch mehr Matschirne. Suchst du gerade auf der linken Seite nach dem Eingang? Ja. Ich glaube, der Eingang ist hinter dem Haus. Ja, der Eingang ist hinter dem Haus. Okay, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Muss nur zu mir kommen. Bin da. Ich hole schon mal den Bohrer raus. Und falls hier irgendwer angerannt kommt. So, da drin ist unser Buch. Na dann rein. Hey, ich weiß, wir sind solche Streber, Leute. So, Tür zu. Wollen ja keine Belästigung. Dann suchen wir mal. Hier ist es nicht. Ein funktionierender Fernseher. Ich will den mitnehmen. Nochmal ein Hier-Ding. Eingepackt. Hier ist gar nichts. Das nehme ich mal mit und stelle es an die Tür, falls wir Besuch bekommen. Ich guck oben. Er ist wahrscheinlich dann oben. Hier also von der Karte her müsste es das Haus sein, ja. Du bist rechts gegangen, ich gehe dann links gucken. Ich hab eins. Das ist sogar das mit dem Rotpunktvisier. Oh. Guck mal, was hier nach Spaß aussieht. Ja, aber es ist dafür das Buch, was wir hier finden. Ich hab schon eins gefunden. Ah, cool. Ist irgendeine Waffe von dir noch nicht mit etwas ausgestattet? Ist deine Lampe schon dran? Ja, an der ist noch nichts dran. An meinen ist halt auch schon an allem was dran. Ja, guck mal, hier ist nochmal eine Lampe. Ich will lieber ein Rotpunktding. Ich suche ein zweites Buch, nachdem ich aus der Wand raus bin. Hey, meine zweite Pistole ist irgendwie weg. Hier ist noch ein zweites Buch. Brauchst du eine zweite Pistole? Lag da hinten. Die ist irgendwie weg. Ah ne, hier ist sie. Alles gut.
Ist das überhaupt für deine Waffe, das Teil? Also wir können das, glaube ich, eh noch nicht ausrüsten. Ich gebe dir eins mit einer Kanne, ne? Kann man das wieder abmachen eigentlich? Ne, ne? Müsste man gucken. Ach warte, war das nicht irgendwie so? Ah, du musst an der Waffe, die du hältst, vier gedrückt halten und dann kannst du das abnehmen. Ah. Ich habe jetzt aber mein... das kann nur funktionieren, ne? Guck. Ich habe auf der guten Waffe es drauf. Ich hab auf den Pistols. Oh, guck mal, eine Minilappe. Auf den Pistols brauche ich. Auf dem anderen habe ich ein Visier. Ey, wer ist beste Taschenlampe? Nee, das geht nicht. Guck mal, beste Taschenlampe. Ich weiß. Können ja noch ein paar von diesen Visieren suchen, dann können wir sie noch ausstatten. Wo treffe ich denn, wenn ich ziehe? Ach, da genau, wo ich hinziehe. Offen. Warum nehme ich immer aus Versehen das Teil auf? Explosivmunition. Ich habe mal eine andere Art von Explosivmunition. Das war's? Nimmst du denn nichts? Jetzt feiert ihr Silvester! Ich hab die mal angelockt. Lass mal ein bisschen zurückgehen, sicherheitshalber. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, kommt noch ein bisschen näher. Willst du das Ding nicht eher gegen den benutzen? Wir haben noch eins. Okay. Warte, ich kann sie über den Zaun werfen, dann kann sie ihn anlocken. Hey, Dreckskerl! Aber leck, vielleicht erstmal die Links von uns töten. Ach was. Mach bumm, mach bumm, mach bumm. Ich hab's auf jeden Fall schon mal über den Zaun geworfen. Der Dreckskerl will nicht. Komm her. Der Revolver ist übrigens interessant nachzuladen, ne? Den musst du zuschütteln. Ich weiß. Also auf und zu. Hä? Warum ist meine linke Hand ist jetzt wieder buggy? Was ist los? Oh, mein Controller ist leer. Kage. Hast du den nicht geladen? Ich hatte den eigentlich geladen. Warte. Und wir ascheln mit Controller am Kabel ist kacke. Eigentlich hatte ich den geladen, bevor wir hier angefangen haben. Das ist jetzt doof. Oh, ich kann mich deswegen auch nicht mehr bewegen. Geil. Well, wir haben ein Problem. Ja. Fall doch um! Danke! Bist du dir sicher, dass du schwebst bei mir über dem Boden? Ja, weil ich nicht richtig ausgerichtet habe. Jetzt soll es gehen. Also mein Revolver ist leer. Du tust Dinge. Nein, gar nicht. Mein Revolver liegt da. Ich will das Rotding mitnehmen. Junge? Ja. Du hast Problems. Ich kann ab dem Punkt eh nicht weiterstehen, wenn mein Controller leer ist. Wieso tust du mir das an? Es tut mir ja leid. Ich hatte ihn eigentlich geladen. Deswegen, hasta la vista. Baby.
Ja! Mann! Meine Knarren sind leer. Soll ich dir auch was sagen? Ich kann die Tür nicht öffnen. Und außer das funktioniert auch von innen. Ich kann mich nicht bewegen. Profis am Werk. Also das Rotteil, das sollten wir gesaved haben. Wenn dann, aber dein anderer Controller wäre ja noch geladen, ne? Wir können zur Not auch einfach Spiel wechseln, wenn es nicht anders geht. Also, falls dein Controller wirklich nicht laden will. So, wir haben die Nahkampfwaffen. Hoffentlich können wir diesmal richtig machen. Ich finde das übrigens schön, bevor Sunny gejoint ist, sind einfach alle Waffen nochmal gespawnt. Jetzt haben wir beide alle Nahkampfwaffen. Oder willst du zwei Knüppel und ich krieg zwei Katanas? Ich fordere dich zum Schwertkampf heraus. Ja! Aber das geht wirklich, oder? Nee, okay. Doch, tatsächlich. Du hast dich gerade selbst geköpft. Warte mal, wir müssen ein bisschen weiter auseinander stehen. Allein wenn du mal kurz auseinander halten. Die Macht ist stark in dir, aber in mir ist sie auch stark. Wir haben uns gegenseitig abgesprochen. Das ist normalerweise so Quatsch, wenn Sunny und ich ausgehen machen. Hast du dich schon vollgepackt mit Munition? Da ist schon wieder alles neu gespawnt. Ei, ei, hab ich. Nee, das ist das. Das war jetzt eine Leere. Die war in der Pistole drin. Von hier aus müssten wir eigentlich einfach nur geradeaus in das Gebäude rein. Warte auf mich. Ja, ich beschäftige eh den Polizisten gerade. Ich hab die linke Hand halt gerade nicht frei, ne? Ich hab sicherheitshalber noch so ein Heiding jetzt dabei. Oh, und da kommt einer angesprintet auf dich. Von beiden Seiten. Verletzt? Weil die Explosion war recht nah. Nö. So, irgendwo hier. Sagte die Karte. Oder wo war denn der Eingang? Möchte ich ihn übersehen? Ich würde mal sagen, ich habe ihn gefunden, den Ort. Ah, hier. Das ist ein Militärgebäude. Gut. Sehr neblig hier. Das ist definitiv ein Militärgebäude. Hier wurden Propagandafilme gedreht. Vielleicht. Ich denke mal, die ist da drin. Die Frau, die geschrien hat. Und hier ist der Eingang. Wacht von zwei Polizisten. Wie kann das anders sein? Wachmann. Okay, das sind einige. Die hat sich aber gut barrikadiert, wenn ich da so reingucke. Ich nehm dich zuerst. Ich wollte gerade sagen, dass sie endlich aufspießen. Ach, da gammelt auch noch einer rum. Ich brauche ein bisschen mehr Abstand, sonst wird das nix. Und wo kommst du her? Hilfe! Ich habe ein Problem. Ich habe selber ein Problem. Nein! Bin tot. Das hilft nicht mehr. Aber bist du wenigstens. Bist du wenigstens neu gespawnt? Ja, außerhalb des Safehouses. Ich komme zu dir. Ohne Bewaffnung. Na, klasse. Ich glaube, da liegt noch eine Pistole im. Dem einen Teil. Ich hab den, der dich gefressen hat, aber noch tot gekriegt. Ach, ich weiß jetzt, warum du gestorben bist. Warum? Boah, ist deine Waffe weggeflogen. Weil dein Knüppel kaputt gegangen ist, ne? Ja. Ich hätte dann trotzdem einfach wahllos drauf rumgekloppt, bis ich angekommen wäre. Habe ich versucht. Ich wurde geschlagen.
Ich guck mal, ob ich dein Zeug hier mal ein bisschen auf eine bessere Position legen kann. Hier ist gerade kein Zimbel. Wo bist du? Da bist du. Juhu! Ich hab dein Zeug mal hier vorne alles hingebracht. Nur deine Piste fehlt noch. Mein Katana ist genau zum selben Zeitpunkt übrigens kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir noch die Schaufel vorher mitgenommen. Ich muss mal einmal kurz deine Waffe missbrauchen. Ach, die ist leer! Ja, die eine war leer. Oh, hier ist ein kaputtes Katana. Ja, das war meins. So, ist hier noch irgendwas? Irgendwas fehlt noch. Meine Pfeile fehlen. Wo sind meine Pfeile? Ich habe keine Ahnung, wo die hingeflogen sind. Ich habe nur deinen Bogen gefunden. Das ist schlecht. Warum fliegt das immer so weit weg? Vor allem, wenn nichts explodiert. Keine Ahnung. Physik. Ich denke mal wirklich, dass sie sich da verbarrikadiert hat und wir von der anderen Seite rein müssen. Wo ist meine Pistole? Die hatte ich hinter dich geworfen gerade eben. Echt? Hatte ich nicht gesehen. Warte mal. Die müsste hier noch liegen. Da guckt, sie leuchtet doch sogar. Sie leuchtet? Oh, da. Ah, das ist aber leider die andere Pistole. Ja, eine andere habe ich nicht gefunden. Dann obwohl, doch, habe ich. Ah, die habe ich gesucht. So, erstmal den Laserpointer abnehmen. Nee. Wir könnten auch noch kurz vorher gucken, ob in dem Gebäude was ist, aber ich denke mal, da müssen wir gleich sowieso rein. So, rein da. Falls du eine Nahkampfwaffe brauchst, ne? Besser als nix. Klingt gut. Damit kann ich arbeiten. Hast du eine bessere Nahkampfwaffe gefunden? Na gut, ich auch. Ich würde gerne die Schrotflinte anstatt meiner eigentlichen gerade Waffe mitnehmen, weil ich finde die Schrotflinte wesentlich geiler. Die ist genauer. Ich hoffe mal, dass die hier nicht reinkommen jetzt. Falls du Magazin für deine Waffe brauchst, ich lege meine alten dahin, weil ich will die Schrotflinte mitnehmen. Das klingt gut, weil einen Magazinplatz habe ich noch. Ich habe eine Waffe. Hier, für dich. Was hast du denn erwartet, wie ich darauf reagiere? Warte mal, ich hab eine gute Idee. Was ist das? Oh, oh. Das ist eine Granate, wirf die weg! Das Gute ist, dass die lange zum Explodieren braucht. Aua, die hat mich selbst hier noch getroffen. Die zieht wahrscheinlich die Zombies an mit dem Geräusch, schätze ich mal. Ja. So, guck mal, ein Laserpointer an der Schrotflinte. Da funktioniert doch super. Ich habe auch eine Schrotflinte, glaube ich. Wenn du noch irgendwie Aufsatz brauchst, Lampe, hier liegen noch zwei. Okay. Die nehme ich noch mit, die schieße ich leer. Aber mit einem neuen Magazin. Da kann ich ruhig Lampe dran packen. Ist hier denn noch irgendwas von Bedeutung? Hab jetzt nichts mehr gesehen. Oh, hier ist eine Figur. Ja, stimmt. Ja, da habe ich ja, glaube ich, eine mitgenommen gehabt, oder? Nee, ich hatte ja, nimm dir sicher. Ich bringe dir sicherheitshalber eine mit, dann kannst du nochmal sicherheitshalber eine einstecken. Genau. Hier bitte. Ich lege dir die auf den Tisch.
Was bringen die Figuren nochmal? Schalten Skins frei. Beziehungsweise, glaube ich, Charaktere. Stimmt, da war ja was. So, warte mal. Wir stellen uns nochmal da rein. Du wachst den Eingang und ich gucke auf die Karte, weil irgendwas hat sich bestimmt geändert. Okay. Um Gottes Willen müssen wir weit weg. Also wenn wir gleich hier rauskommen, können wir einmal um das Gebäude herum und dann müssen wir eine Ewigkeit durchlatschen. Also schon fast zum Safehouse zurück. Wollen wir erstmal beim Militärgebäude da gucken, ob wir noch irgendwas Nützliches finden? Hi. Ich glaube, von der Seite kommen wir eh nicht raus. Nee, und die nicht rein. Die brauche ich noch auf, bevor ich sie wegwerfe. Einfach so nebenbei mal eben, zack. Ja, mittlerweile weiß ich, wie ich mit der Waffe umgehen muss. Kann ja sein, dass hier drin noch was Nützliches ist, deswegen wollte ich hier nochmal eben kurz reingucken. Zumindest im Kofferraum von dem Militärwagen hier. Als ob der Militärwagen leer ist, vielleicht der andere. Ach, stimmt, ja, auch auf die Sitze gucken, ne? Mhm. Nix drin? Ich kann nicht nachgucken, ich habe was in der Hand. Nein. Leer. Ein ganzes Militärgebäude leer? Anscheinend. Die sind aber hastig geflüchtet. Haben wahrscheinlich alles mitgenommen, was sie mitnehmen konnten. Ich lache, wenn wir das Einzige, was wir hier finden, eine Axt ist. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir eigentlich so drumherum und dann müssen wir eine Weile lang in die Richtung auch weitergehen. Guck mal! Polizist! Meinst du, der kann uns helfen? Wo geht der hin? Der will nicht mal zu uns. Wo wollte er hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wollte er der Granate noch nachjagen. Ah. Zählt das als Protecten? Wenn ich die Waffe an die Stirn halte? Ich beschütze dich vor dir selbst. Zwei nach oben, also die zweite jetzt geradeaus, müssen wir links abbiegen. Zählt das als Protecten? Sagen wir einfach mal ja. Ich beschütze dich vor dir selbst. Bei manchen Spielen wäre das sogar wünschenswert manchmal, habe ich das Gefühl. Irgendwie in manchen Spielen bringe ich mich mir selbst um, als es die Gegner tun. Aber das Gefühl hast du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Beispielsweise bei Mass Effect, was ich ein bisschen in letzter Zeit für mich ein bisschen gespielt habe. Ich habe mich so oft selber mit meinen eigenen Granaten umgebracht. Wollte ich auch noch spielen. Ich habe halt diese eine Edition da, die war ja im PS Plus. Ja, die Legendary, das ist aber die, die du nur solo spielen kannst. Hm. Welcher Mass Effect Teil war das, den wir auf der Wii U gespielt haben damals? Ich glaube, das war Andromeda. Das würde ich tatsächlich auch ab und zu gerne mit dir spielen, der Online-Modus. Der hat mir nämlich richtig gefallen beim Mass Effect. Mhm. Ich gucke auch immer wieder, ob sich irgendwas von hinten anschleicht. Ich meine, in das Gebäude müssen wir rein, aber lass mich sicherheitshalber nochmal nachgucken. Mhm. Kannst ja eigentlich nochmal nachgucken, welches Mass Effect das genau war. Ja, mach ich nach dem Stream. Dann kann ich mal gucken, dass ich das auch ranhole. Ich denke mal wirklich, dass es das Gebäude ist, weil der linke Rand davon ist eingekreist. Also wir müssen in das Gebäude rein und wir müssen nach links. Also mach mal kurz Tür auf und... Ja, okay. Ich muss öffnen, okay. Ich hab vor allem keinen... Halt mal. Okay. Du bist ja witzig. Ich hab vor allem keinen Akkuschrauber dabei. Ja, das ist nur du. Nach links, sagtest du? Im linken Teil. Ich mach die Tür hinter uns zu, ne? Nicht, dass einer von außen reinkommt. Mach das. Was? Zombies sind auf dem Gebäude. Lauf. Hieß es. Das war die Frau, die wir retten wollten, nehme ich mal an. Die ist so ein bisschen tot. Hier, damit du nicht wiederkehren musst als einer von denen. Sowas will keiner. Wir waren leider zu spät.
Ich denke mal, die Hölle ist los, wenn wir die Tür öffnen. Also lass mich vorher gucken, wo wir hin müssen. Ach, wir müssen, wenn wir gleich rausgehen, nun links wieder zum Bunker. Komm mal her! Zombie-Brigade? Das hier ist zum Glück unser Safe. Sag mal, bist du blind? Was meinst du? Hier liegt eine Stachelkeule. Achso, die habe ich nicht gesehen. Die hier haben eher so mein Interesse geweckt. Hi! Klappt das? Du weißt schon, dass gerade das Glas bricht, ne? Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn das Glas bricht. Die können nicht durch das Gas schlagen. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. Huck ist doch schon wieder hier fertig. Keiner mehr da. Ups. Wie bist du hier reingekommen? So. Wo lag eine Stachelkeule? Die habe ich schon eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, da ist noch irgendwie eine rein. Wahrscheinlich sollten wir hier schnell raus. Ja, das wäre nicht schlecht. Wir haben wieder Besuch. Ja, mach die Tür aber noch nicht auf. Ich denke mal, wir müssen uns erstmal hier rauskämpfen. Das ist keine Diegel. Guck mal, wer Hallo sagen will. Gut, der dass Dicke die Tür zu ist. Der Dicke von vorhin. Sie sind jetzt leer, falls du fragen willst. Der Dicke ist tot. So schießt man rein. Ich glaub, ich bin ins Fenster reingekommen. Ey, ich bin gerade auch überhaupt nicht eskaliert mit der Kanache, ne? Noch eine Machete. Einfach komplett mal eskalieren. Welche der Türen war das jetzt? Ich glaube, die linke. Wir sollten hier wirklich schnell weg, bevor noch mehr kommen. Ja. Und hallo Grimm. Guck mal. Ich mach schon mal die Tür auf. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich würde noch interessieren, wie die hier reinkommen. Ich versuch's, aber sie wissen auch, wie man sich am Leben erhält. Wo bist du? Ich bin noch hier drin. Ach so. Ich habe mir gerade hier hinten um neue Munition geholt, weil hier ja voll die Armee kommt. Ich glaube, wir sollten eigentlich wirklich einfach einen Speedrun machen und einfach abhauen. Ich glaube, das ist die eigentliche Intention. Okay, Wallclip raus hier. Was macht der da? Ich weiß es nicht. Was tut Jesus? Ich vergesse immer, dass man die erst entsichern muss. So, ich öffne die Tür und du schießt jetzt alles weg, was da steht. Alles klar. Warte kurz, ich bin nicht da. Du stehst hier, darf ich dich auch erschießen? Ich wollte gerade sagen, einer ist hinter dir. Ja, der war leider zu nah für die Waffe. Also diese Magazingröße, ne? Es ist schön, ne? Jetzt weiß ich, welche Waffe ich häufiger mitnehme. Oh ja, auf jeden Fall. So, wir müssen einfach nur hier direkt gleich links laufen. Da ist dann schon der Bunker. Wir müssen in den Bunker rennen, hieß es. Ein Magazin reicht ja schon fürs halbe Level. Die Waffe ist ultra strong. Wenn man da auch noch die Aussätze alle draufpackt. Überleben. Und ein Kondom zu finden, laut in den Erfolgen. Was?
Ich wurde gefragt, was das Ziel vom Spiel ist. Als ob, ich habe die Waffe doch gerade eben erst geladen. Oh oh. Ja, ich muss meine Waffe erst sichern. Au. Ich habe ihn mal eben kurz aufgehoben. Lass einfach laufen. Und alles, was auf dem Weg ist, erschießen. Hallo, Brigitte. Ich hoffe, ich laufe richtig. Einmal geradeaus. Auf der rechten Seite wird irgendwo der Bunker sein. Nicht abbiegen. Ich hab den schon, wenn er direkt vor mir ist. Keine Sorge. Okay. Ja, lass die ruhig ohne Beine zurück. Die werden sich schon nicht beschweren. Lass die ruhig ohne Beine zurück, auch nicht schlimm. Ja, die lassen. Wann sollen die sich beschweren? Mit. Hab gehofft, da wäre eine Knarre drin. Ja, da müssen wir rein. Ich weiß. Hab gerade nochmal nachgeguckt. Ey, wenn ich vergleiche, wie lange wir fürs letzte Kapitel gebraucht haben, ne? Als ob da ist ein Fetti. Scheiße, nicht fallen lassen. Flieg mal bitte drauf. Ich muss gerade mal neue Munition reinladen. Ich muss auch gerade nachladen. Achte darauf, auch nach hinten zu gucken, ab und zu. Mach ich. Geh ein bisschen nach links. Ich habe auf das explosive Fass da geschossen. Ich weiß nicht, ob es hochgeht. Nein, komm zurück, Machete. Ich muss mich doch noch wehren. So, du bist beinlos. Ich zitter nicht. Warum tötest du den? Lass ihn doch in Ruhe. Kann es doch eh nicht gefährlich werden ohne Beine. Immer diese rassistischen Polizisten. Ja, ne, schlimm. So, ich renne in den Bunker. Wir müssen hier rein. Oh, ja. In den Anfangsbunker. Ja, ich dachte, ich muss andersrum, weil ich hätte. Und jetzt muss ich einen Arsch sein und auf das explosive Fass neben dir schießen. Hier sind auch Zombies drin. Lol. Willst du mich verarschen? Wow, weil du ihn erschossen hast, hab ich den dahinter getroffen. Team. Warte. Die Tür geht nicht zu. Das ist schlecht. Aber wir haben es Kapitel geschafft. Wir spielen gerade mal so eine Stunde, ne? Mhm. Oder nicht? Vive ist das nächste Kapitel. Ja. Oh, guck mal. Welche ist die mit den Trommelmagazinen? Wir können jetzt Laserpointer dran packen. Ich glaube, die mit dem Trommelmagazin, die kannst du nur unterwegs finden, die Trommelmagazine. Ja, VR macht halt auch ultra Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man wie Survive ein Spiel findet, wo man die Story auch noch im Koop spielen kann. Ja. Obwohl wir schon oftmals bewiesen haben, dass wir nicht irgendwie Koop-freudig sind. Wie oft haben wir uns schon gegenseitig den Kopf weggeschossen? Ja. Erinnerst du dich, wo das Teil gerade war? Dieses Bistro, wo wir gerade waren? Ein weiter ist das nächste Buch. Das Buch war der Weiße, ne? So, und ich mache jetzt was ganz Schlaues. Der Weiße war das Buch, ne? Das Weiße ist immer das Buch. Ist ja nicht weit weg. So, ich habe jetzt die Schrotflinte hier vollgeladen. Da ist der Hebel. Okay. Jetzt schmeiße ich den Rest Munition weg und dann nehme ich noch eine volle Schrotflinte mit. Klingt auch nach einer guten Idee. Ja, ich nehme noch eine volle Sniper mit. Und nein, die ist genauso laut wie die Sniper. Die lockt auch die Nachbarschaft an.
So, wir brauchen jetzt von hier aus nur links gehen, ne? So, wir brauchen nur einen weitergehen, das nächste Haus auf der rechten Seite ist es. Ich musste nichts machen, der ist reingerannt. Hilfe, meine Waffe ist leer. Ja, hab's gemerkt. Und das Spiel mag mich. Katana? Wo ist es hin? Okay. Jetzt kann ich die Machete ruhig aufbrauchen. Das Haus müsste es sein. Das ist der? Ja, also zumindest laut Karte. Aber wir sollten vielleicht erstmal uns um die da kümmern. Ach was, die sind doch ganz freundlich. Bei Sophien gehe ich auch lieber auf Knarre. Boom, der Headshot auf Range. Leer? Ja. Boah, da sind ja immer noch einige. Egal, ich gehe ins Haus. Es ist so gut, dass ihr hirntot seid. Aber man muss immer bedenken, hirntot, nicht taub. Da ist was hinter dir. Boah, jetzt nicht mehr. Meter, du Hure. Das muss ich so zensieren. Ich weiß. Oh. So, hier irgendwo ist unser Büchlein, womit wir wieder irgendeinen neuen Aufsatz draufpacken können. Ich guck rechts. Wenn wir uns aufteilen, finden wir schneller. Hier ist noch mal ein bisschen Muni für dich. Willst du auch noch mal geheilt werden? Ich weiß nicht, ob der dich getroffen hat. Hier ist noch, ja, er hat mich getroffen. Na dann komm raus, ich heile dich dann. Aber alles gut, ich habe selber noch einen Teil dabei. Ja, aber ich habe eins gefunden. Ich sehe nichts, warte. Jetzt ist es leer. Büchlein, wo bist du? Hier sind nochmal zwei Schrotpatronen für dich, ne? Ja, die Schrotflinte ist weg. Ach ja, da war ja was. Ich dachte, du hast eine mitgenommen gehabt. Noch. Ja, die habe ich weggeworfen, als sie leer war. Ah, ich dachte, du hättest die dir an die Brust gehangen oder so. Nee, war nicht genügend Muni da, dass es sich gelohnt hätte. Hm. Hier ist ein Laserpointer. Ja gut, einen Großteil habe ich mir genommen. Ich habe die Meta gefunden. Guck's dir an. Ich bin allmächtig. Kein Zombie würde mir vorbeikommen. Ich brauche keine Zahnfüllung, danke. Nase bohren? Ja, aber bitte doch. Oh ja, oh, ja, oh, die Hinterstecke, oh, danke. Also ihr seht, was wir hier für einen Blödsinn betreiben, jo Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Buch in irgendeinem Schrank drin ist. Ich guck nochmal sicherheitshalber auf die Karte, vielleicht habe ich auch in ein Haus gehört. Nee, müsste dort hier eigentlich sein. Wir sind genau in der Mitte des Kreises. Ich habe es! Erinnerst du dich noch an das dicke explosive Magazin? Ei. Das haben wir gerade bekommen. Cool. Dass wir es jetzt benutzen können. Wo ist das Buch? In den Schränken musst du gucken. Ich will die Granate mitnehmen. Allein schon für die nächste Horde. Hier ich sag dir, wenn ich mehr finde. Oh, ich habe ein Magazin für mich gefunden. Müsste doch für meine Waffe, meine ich, sein. Nee. Hier ist kein Buch mehr. Ich sehe zumindest gerade keins. Was ist das? Ach, eine Wasserflasche. Und hier ist alles, wenn du willst. Ist hier wirklich nur ein Buch? Hier ist nochmal. Hast du eins gefunden? Das ist, glaube ich, für meine Waffe. Ja, ja, für meine auch. Obwohl, ich hatte Shotgun dabei. Stimmt. Warte mal, sicherheitshalber erstmal ausprobieren, bevor wir es mitnehmen. Hier ist noch ein Buch. So, nee, bei der Waffe geht's nicht. Man könnte ja zum Bunker zurück und eben kurz gucken, welche Waffe. Ich nehme die mal mit. Du hast sie jetzt fallen lassen. Ja, ist okay.
I guess. Ich hätte auch lieber ein Visier gehabt. Jetzt packt das doch rein. Warte mal. Ach, für die Waffe ist das. Warte. Für welche? Jetzt. Ich hab die richtige Waffe, wir müssen nicht zurückgehen. Natürlich genügend Munition rum, dass ich ruhig tauschen kann. Ach, für die ist das? Ja. Für die gute Waffe, die finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich nehme die andere Waffe aber zum Aufbrauchen mit. Wenn du noch mehr explosive Magazine findest, sag mir Bescheid. Ich habe die richtige Waffe jetzt. Wo ist das Magazin hingefallen? Da. Kühlschrank? Im Kühlschrank war auch noch was. Hä? Im Kühlschrank war das Buch. Ich habe fast nur explosive Magazine für das eine Ding dabei, ne? Nice. Hey. Ein Stack ist nicht. Jungs, runter von meinem Rasen! Weg von der Tür! Hast du die Granate gerade geworfen? Ja, weil da eine ganze Horde steht. Ich hab mich eingesperrt. Spreng dich nicht selber. Nö, ich hab alles andere geschminkt, außer den Fetti. Da war ein Fetti? Das Einzige. Da war ein Fetti. Hi! Die ist leer. Ich hol grad neu. Der Fetti ist Geschichte. Ach, da war der Hebel. Haben wir denn wirklich jeden Schrank geöffnet? Eventuell ist hier noch ein weiteres explosives Ding. Okay, wir haben jeden geöffnet, außer die Mikrowelle vielleicht? Nee, die kann man nicht mehr öffnen. Also, hier war eine ganze Horde vor der Tür. Ich kenne mich mit den Waffen nicht aus. Ich weiß nicht, welche das immer sind. Aber hey, wir haben jetzt explosive Munition für eine Waffe, wo man richtig oft schießen kann. Jo, das Einzige, was ich erkenne hier, ist die Sniper, die Schrotflinte und die AK-47. So. Ist mir unbekannt. Kümmer du dich um den da vorne, ich guck auf der Karte, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, wir können einfach jetzt wieder den Weg runterlaufen und dann unten an der Border entlang. Ah, nee. Wir könnten vom Prinzip her zum Bunker zurück und von dort aus wieder geradeaus. Wir müssen schon wieder so Richtung Militärgebäude dahinter. Also hinter dem Motel müssen wir hin. Also wir können bis wir den Bunker sehen und dort können wir dann direkt abbiegen. Also einfach wieder mal geradeaus. Mensch, Jesus, verzieh dich. Ich hab ihn erlöst. Du hast Jesus erlöst. Hallo, das war ein Headshot! Wir müssen noch einen weiter. Da ist das Gebäude. Also wir müssen einen weiter. Da ist es ungefähr. Okay. Ich glaube, so 6 Unterkapitel hat ein Kapitel bei dem Spiel, ne? Ich liebe die Stachelkeule. Ja, Ahnung. Die ist super, ja. Und das Schöne ist, bei Polizeiwagen, da findest du meistens immer noch eine Waffe dazu. Ja, da liegt zum Beispiel eine Piste drin. Und wieder eine Uzi. Ja, die nutze ich dort direkt. Ich muss gerade nur den dummen Knüppel finden. Oh, die hat sogar einen Laserpointer dran. Wo muss ich... Wo ist der Hebel? Ach, da oben. Die war nochmal ohne mit der Schaufel? Du musst ganz auf eine bestimmte Art und Weise den Kopf treffen. Also du... Ja. Brauchst du für irgendeine Waffe noch einen Laserpointer?
Für meine Schroflinte vielleicht. Das kann man ja nicht mehr ansehen. Jetzt ziehst du die alle auf uns. Das Ding konnte nicht anders schießen. Hier, bitte. Danke. Jetzt hast du noch einen Laserpointer. Jetzt habe ich drei. Na, meine Waffen haben auch schon alle einen Laserpointer. Laserpointer ist halt deutlich besser als die Lampe. Du siehst das rechte Haus ist es, glaube ich. Eigentlich sieht man ja das rechte Haus. Spiel. In das deswegen, Haus müssen wir rein. Deswegen ist die Lampe leider relativ useless. Ich glaube, wenn. Ja, es ist erstens hell und zweitens bringt die halt wirklich nichts. Warte mal. Es könnte ganz cool werden, wenn irgendwann mal dunklere Level kommen. Ich glaube, da drumherum ist ein Zauneingang gewesen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oder was meinst du? Ja, hier ist ein Eingang. Es könnte sein, dass noch was, so ein paar Gebiete kommen, die richtig dunkel sind, wo die Lampe mal endlich Sinn macht, aber guck mal, selbst hier sehe ich noch richtig gut. Ja, das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass sich die Tageszeit nicht mal ansatzweise irgendwann mal ändert. Spielt alles an einem Tag oder in einer Nacht. Oh, das Haus ist nicht geschützt. Wir müssen aufpassen. Eventuell kommen welche reingelatscht. Wir sollten vielleicht erstmal die auf der Straße hier vortöten. Meinst du nicht auch? Nicht, dass die reinkommen. Kannst du ja schon mal machen. Ich kann ja schon mal looten gehen. Hier war storytechnisch was, ne? Oder? Ja, hier war das grüne Teil. Hier ist eine Waschmaschine. Wichtig, wichtig und richtig. Ich habe ihn gerade die Stachel in den Rücken gepackt. Das war bestimmt nicht schmerzhaft. Ja, ja, Brigitte. Tschüss. So. Günther ist auch erledigt. Hier ist jetzt keiner mehr. Ich komme. Hier ist ein Fernseher. Oh! Guten Morgen, willst du mit mir Fernsehen gucken? War hier jemand drin? Ja! Guck mal! Wollen wir zusammen ferngucken? Oh, eine Knarre. Nein? Ich weiß halt nicht, wo du gerade bist, ne? Du bist wahrscheinlich oben. Oben. Ja. Wo bist du denn? Dann hören wir halt Radio. Oben. Hier, hallo. Rückhand Stachelkeule. Gucken wir ein wenig fern? Mit ihr? Was müssen wir hier drin überhaupt suchen? Ich habe keine Ahnung. Du willst nicht fern gucken mit uns? Na gut, dann sei's rum. Also wir sind definitiv im richtigen Haus, so ist das nicht, ne? Ich weiß nur nicht, was wir suchen müssen. Am besten einfach alles untersuchen und das, was auffällig ist. Hier ist irgendwas Grünes. Was ist das? Lass mich gucken. Scheinbar war das Richtige. Ich hätte es gern gesehen. Hier. Oh, das klingt spaßig. Das klingt sehr, sehr spaßig. So, ich habe die Karte im Inventar. Ich guess, wir brauchen nur eine. Guck du auf den Gang, ich kann dann hier so lange auf die Karte eben gucken. Hi! Wenn wir gleich hier aus dem Haus gehen, einmal links abbiegen. Oh Gott, oder wir können auf die Straße direkt vor uns und von dort aus rechts dann direkt durchlaufen. Wenn ich es richtig sehe. Kommt die Armee? Ja. Ich muss Ammo wechseln. Hab dich. Ist das sonst keiner? Okay, es ist dann aus das Wundermeer hochkommen. Die kamen alle von hier rechts, von der Treppe. Ich denke mal hier, wir könnten gucken, vielleicht ist hier noch irgendwo so eine Puppe. Morgen!
Hier geht's auch runter. Ja, genau, von da kamen die, wo du gerade runter gehst. Glaube ich, wenn das der Ort ist. Hier liegt eine Machete. Oh, und eine Schrotflinte, aber wahrscheinlich nicht geladen. Ja, genau, von hier kamen die. Hier ist ein bisschen von der Grütze. Von der Zombie-Grütze. Achso, die Zombie-Grütze. Wäre auch eine Option gewesen, wenn wir das mitgenommen hätten, dass wir dann vorhin durch die Horde einfach durchgestiefelt wären. Wir hätten einfach vorbeigehen können, das stimmt schon. Scheiß auf die Zombie-Horde. Aber wir wären auch nicht schneller als die gewesen. Das ist richtig. Oh, hi. Dir steckt da was im Bauch, Kollege. Du musst auch den Kopf pieksen. Ja, ich hab nicht erwartet, dass der hochkommt. Du hast es geschafft! Ich hab's, irgendwie hat er das nicht als Kopf registriert, glaube ich. Oder nicht richtig registriert. Also ich meine, wir müssen hier einfach nur rechts abbiegen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Guck mal, der hängt also da jetzt lang. Ja, hier einen Wald und dann nach rechts. Oh, ich wollte dich mitnehmen. Nach die Grimm. Ist nicht erst 8 Uhr? Ich glaube, da war jemand hinter dir. Ach, wie kommst du denn auf die Idee? Keine Sorge, ich bleib hier stehen und wach dein Zeug. Soweit ist das Safe House für mich weg. Ja, das Safe House hat nicht reingeladen. Ich sehe um mich herum grün. Oh, ich komme nicht raus. Du musst die Tür öffnen. In welchem Safe House bist du überhaupt? Ich kann dein Zeug definitiv wahrscheinlich nicht mitbringen. Ja, alles gut. Ganz ehrlich, keine Ahnung, welchem Safe House ich bin. Ach, ich sehe es auf der Karte. Ist auf meinem Weg. Was soll ich dir denn mitbringen von deinem Zeug? Wenn möglich, eine Piste. Ein bisschen müsste ja noch was in dem Haus drin sein. Also eine Piste ist hier nicht, aber zumindest ein Magazin. Und vielleicht eins der Rotpunktvisiere, wenn möglich. Das Rotpunktvisier ist ja dran. Ich weiß nicht. Ja, also ich hoffe, die mitzubringen bringt ja nichts, wenn du keine Munition dafür hast. Ne? Ich muss auf jeden Fall. Problem ist, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Karte mitnehme. Die ist unterhalb der Map. Ich muss nochmal ins Haus und eine neue holen. Ich setz mich dann so lange hier in die Ecke, ne? Bis du da bist. Damit ich die Piste jetzt gleich wiederfinde. Zur Verteidigung nehme ich mal deine Machete. Ich habe den Typen hinter dir ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ach, jetzt ist hier eine Party drin. Ich weiß nicht, was für eine Billigmachete du hast, aber die wollte ich loslassen. Ja, das Problem hatte ich gerade auch. Bei mir lassen die sonst immer sofort los. Hi. Bye. Ich muss halt das Ding mitnehmen. Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. So, ich habe das Heilungsteil benutzt. Und dafür die Chipkarte mit, weil die ist Pflicht, die ist storybelastig. Ja, stimmt, die musst du auf jeden Fall mitnehmen. Wo bist du denn? Ich komme gerade zu dem Safe House wieder. Dann schalte ich jetzt erstmal den Typen vor deinem Haus aus. Das ist eine Frau. Zombie. Also egal, ob Typ oder Frau. So, kannst du die Tür öffnen. Siehst du mich? Nein. Ich guck grad durch die Wand durch. Ich sehe dich nicht. Schade. Wäre lustig. Warte, lass mich reinkommen, dann gebe ich dir mal eine Waffe rüber, falls du gerade echt nichts hast.
hier war ich. Ich hab dich nicht gesehen. Das ist alles, was ich mitbringen konnte. Hast du die gerade hingeworfen, oder? Ja, das hab ich gerade hingeworfen. Alles gut, zumindest. Ist leer. Was ich dir anbieten könnte, ist den Bogen jetzt eben kurz weg dir zu geben und dir alle Pfeile einzeln drüber zu geben. Das wäre eine Option, ja. Da brauche ich aber einen kurzen Moment. Dann nehme ich die da. Dann bist du wen... Den hast du jetzt da hinten hingefeuert. Stell mich einfach ein Stück weg. Hab ihn eingesammelt bekommen. Ich kann die irgendwie nicht in den Backpack aus irgendeinem Grund. Du musst sie über die Schulter packen. Hast du Inventar voll eventuell da in der Richtung? Nein. Absolut nicht, da ist nichts drin. Ich glaube, du kannst die nur als Köcher mitnehmen. Also wenn, du hast ja keinen Köcher so gesehen. Mhm. Na gut, die, zumindest der Gedanke war da, und dann gib mir die Pfeile wieder. Obwohl, besser gesagt, den Bogen, weil bei dir bringt er ja offenbar nichts. Was hast du mit dem Ding vor? Willst du den anfangen? Das klappt nicht. Hat funktioniert! Ich weiß nicht wieso, aber wenn du die kurz hältst, dann klappt es irgendwie. Hinter uns kommt wer. Mach mal. Hier irgendwo sollen wir hin. Ja, da links sollte es jetzt irgendwo auf der Seite sein, wo der dicke Wagen ist. Okay. Mir gefällt auch der Humor vom Spiel, ne? Es hieß Duftwasser im Deutschen. Im Englischen hat er gesagt, shit the toilet. Willst du nicht erstmal auf mich warten? Ich muss das Ding öffnen. Ja, wir brauchen die Karte, die ich habe. Ach so. Kann sich diese Tür mal öffnen? Ich würde gern rein. Oder wir müssen gemeinsam hier sein. Ich wollte gerade sagen, lass mich doch wenigstens erstmal vorbei. Haben wir hier irgendwo Shit in der Toilette? Aus der Tür. Zieh nicht auf welche, die direkt neben mir stehen, bitte. Oh, hier wäre jetzt eine Lampe ganz gut. Guck mal in die Gebäude ran, die sind echt dunkel. Okay, hinter dir ist einer. Meine Pistole ist leer. Ich kümmere mich gerade um... Ich wollte gerade sagen, zieh erst auf den! Besser. Ist nicht so eine Munitionsverschwendung. Genau, jetzt ist die hier leer. Okay, hier ist es echt arschdüster. Jetzt gerade das erste Mal, dass ich mir eine Taschenlampe wünsche. Ich habe eine. Da musst du uns den Weg auch hin. Nee, ziel auf den da hinten. Den kann ich im Nahkampf killen. Um Gottes Willen sind hier viele von denen. Also ich meine von diesen komischen Grütztypen.
Hast du den einen gerade gesprengt? Ich glaube ja. Lass mich den erledigen, kümmere dich um den da. Der ist Geschichte. Man muss schon sagen, die Axt hält dafür auch echt lange dafür, dass sie so kacke ist. Von dem ich versuche seine Leiche in die Luft zu jagen. Sollten hier nicht stehen bleiben. Ich glaube, die spawnen an den Häusern immer und immer wieder neu. Das kann sein. Ich habe mich schon gefragt, wo die herkommen, weil das Haus ist leer. Jetzt ist die Axt kaputt. Ja, wir sollten im Bestfall wirklich einfach weitergehen. Dann vorwärts. Weil ich denke mir, dass in den Häusern auch nichts drin sein wird. Außer Zombies. Wir sind zumindest so Leichensäcke. Ich denke mal, hier stehen die auf. Wir müssen da rein, wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so frei behaupten. Hier steht auch ein Bohrer bereit. Ja, da vorne ist das grüne Ding. Ich bin out of ammo. Schließ die Tür hinter dir, dann gebe ich dir meine große Waffe ruhig rüber. Geht nicht. Wie, die kann man nicht zumachen? Zumindest hat er das gerade nicht gemacht. Warte, erstmal die drei da umbringen. Die vier, Entschuldigung. Fünf. Ja, die spawnen da so oft neu. Hier brauchen wir deine Schlüsselkarte. Ah, okay, du hast schon was. Ich habe zwei Nahkampfwaffen. Hat funktioniert, irgendwie. Blutpunkte? Ja, genau. Das ist das Ding, was wir mitnehmen müssen. Gib her. Ich pack's ruhig. Ich habe genug Platz. Oh, hier ist eine Machete. Nimm sie dir. Ah, okay, hier endet das Kapitel. Okay. Gott hat das nicht getan, war der Erfolg gerade? Gott hat das nicht getan, wir waren es. Oh nein, irgendein gescheitertes Experiment wahrscheinlich. Oh, wie dämlich. Ey, die meisten Gründe, warum diese Apokalypsen überhaupt entstehen, sind so dämlich. Mhm. Nur weil irgendein dämlicher Wissenschaftler was verbockt hat. Na gut, ich denke, das ist für mich jetzt aber auch irgendwann, wo ich sage, ich verabschiede mich. Ja, aber lass noch gucken, wie das nächste Kapitel heißt. Fight Together wäre das nächste Kapitel. Und damit, in diesem Kapitel sehen wir uns dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Hä? Hm? Bist du in dem Gebäude? Ja. Ich bin auf der anderen Seite der Watt gespawnt. Ich stehe hier ohne Bewaffnung auf der anderen Seite der Wand. Bitte lass in dem Auto was drin sein. Ich bin gearscht. Hier ist eine Stachelkeule in dem Haus. Help me. Help. Ich bin außerhalb gespawnt. Also Jungs, ich habe gehört, wir lassen den verrecken. Ja genau, kümmert euch um das Auto, ich hau ab. Ihr seht mich im nächsten Leben wieder. Welches Leben? Hier ist doch einiges an Bewaffnung drin, tatsächlich. Ins Haus! Du willst schnell, rein? Schaufel her! Ich bin einfach außerhalb der Mippe, ich bin einfach außerhalb gespawnt, das ist doch sowas von arschig. Und dann steht hier auch noch ein Dialog. Ey, ich sehe es gerade nochmal auf der Karte. Mach mal die Karte auf, ne? Du siehst den gelben Punkt. Ich bin einfach ins nächste Haus gestürmt. Ey, das Spiel verarscht mich doch. Na gut, das war's dann aber auch für heute, ne? Ey, das ist ein Fail vom Spiel, der geht in die Geschichte ein. Einfach mitten in der Zombie-Armada am Anfang spawnen. Jo. Und der andere darf ruhig ein Safehouse gammeln. Das ist doch ein schlechter Witz. Na gut, das war doch ein interessanter Stream, würde ich mal sagen. Sunny hört man nur noch so leicht. Ich höre mich doppelt.
Na gut, wie gesagt, ich mache jetzt hier die Abmod, ihr hört mich halt doppelt jetzt. Wenn es euch gefallen hat, ihr von YouTube, Abo und ein Like da lassen, auf Twitch vorbeischauen, genauso umgekehrt. Ich glaube, er hat mich jetzt mal gemutet, damit ich mich nicht die ganze Zeit doppelt höre, sehr nett. Und ja, von YouTube verabschiede ich mich hier mit einer Machete in der Hand, mit der ich mich jetzt abstecke.